of your nose is out the brake, normally have built to leader system. Wir sind jetzt hier gerade auf dem Schiff. Es ist der letzte Abend und für mich war es eine sehr spannende Erfahrung, mal auf einem Kreuzfahrtschiff mit Teilnehmern zu arbeiten. Das Coole war, wir haben jeden Tag immer kurz ein bisschen Unterricht gemacht und natürlich auch viel Freizeit genossen. Und wir haben so in alle Themen mal so reingeschnuppert und es war auch faszinierend, wie viel Heilung das stattgefunden hat, auch sehr, sehr spannende Erlebnisse. Und es war auch schön, mal mit einer ganz anderen Art Menschen zusammenzuarbeiten. Und für mich war es faszinierend, wie viele der Kursteilnehmer sich jetzt auch für Intensivwochen interessieren, die tiefer gerne in das Thema eintauchen wollen. Und ja, auch für mich war es eine mega Herausforderung hier auf dem Schiff, weil das hat dann manchmal auch so ein bisschen geschwankt während dem Unterricht und gerade am ersten Abend durfte ich Jenseitskontakte geben und ich habe das so ein bisschen anders gemacht. Ich habe da mal so wirklich 1:1 Sitzung gegeben und ich muss sagen, nach über 12 Jahren jetzt so als professionelles Medium war das doch schon eine Herausforderung auf einem schwankenden Schiff. Ich musste zuerst mal schauen, was sind meine Gefühle, was kommt aus der geistigen Welt, was ist durch das Schiff ausgelöst worden. Und ja, es war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Auch spannend, wie sich die ganze Gruppe verändert hat. Gerade am Anfang hat man gemerkt, so, es ist halt auch viele mit so Urlaub-Feeling gekommen. Und deswegen fand ich schon sehr faszinierend, wie viele am Ende berührt wurden, wie viele auch Heilung stattgefunden hat, auch Tränen geflossen sind. Und das kenne ich normalerweise nur von Intensivwochen. Ja, ich habe vor 1,5 Jahren meine Tochter verloren und habe, früher hätte ich gesagt, durch Zufall ein Buch von Pascal in die Hände bekommen, aber nachdem es ja keine Zufälle gibt, war das Buch Kinder der geistigen Welt. Mich hat das von Anfang an so fasziniert und dadurch habe ich den Pascal eigentlich kennengelernt und habe mir dann mehrere Bücher gekauft von ihm und von daher war mir klar, ich brauche unbedingt so ein Medium, um mir sicher sein zu können, dass es meiner Tochter gut geht und dass wir uns wieder treffen. Ich habe dann beim Pascal auf seiner Internetseite geschaut und gesehen, dass er diese Kreuzfahrt anbietet. Für mich war klar, ich muss dann dabei sein und durfte dann durch Mike diesen Jenseitskontakt mit Pascal machen. Okay, ich bin nicht ganz sicher, ob es richtig ist, aber ich habe nochmal gefragt, was ist das, was willst du mir damit sagen? Und sie sagt mir einfach so, sie geht nochmal auf die Beerdigung ein. Kannst du verstehen, dass man die Beerdigung irgendwie nicht so typische Abschiedszeremonie gemacht hat, also dass man es mehr so auf sie angepasst hat und so. Und auch sie sagt so, ich soll mir auch noch sagen, oder ist eine Frage noch für dich, wie war die Beerdigung oder ob sie ihr so gefallen hat? Sie zeigt mir einfach so, dass es für sie wie die Sonne war oder einfach sehr schön war, weil man hat wirklich auch probiert so. Okay. Weil sie konnte mit so Kirche und katholisch nichts anfangen, kannst du das verstehen? Ja. Und dass man da extrem probiert hat, dass im Dorf nicht zu viel Unruhe entsteht zwischen Kirche und Beerdigung, dass man so wie eine Mischform gefunden hat. Ich habe schon früher ein paar Mal versucht, so etwas durchzuführen, aber es war eigentlich nie das, was ich gesucht habe. Bei Pascal war das ganz anders. Er hat wirklich
fast alle meine Fragen, die ich noch im Kopf hatte, ich habe sie gar nicht gefragt, der hat sie einfach irgendwie beantwortet und hat mir so viele Dinge über meine Tochter erzählt, die er eigentlich überhaupt nicht wissen konnte. Ach so, deswegen, weil sie haben mir so wie eine Form von Kindstod bei Erwachsenen gezeigt, weil sie sagt so, man weiß wie beim Kindstod nicht genau, was sie hatte, kannst du das verstehen, okay? Weil beim Kindstod weiß man ja eigentlich auch nicht, was passiert ist und die, sie geben mir wie auch das Gefühl, dass sie wie auch die Ärzte noch was gesagt hat, es ist eigentlich ein Kindstod. Für mich war das Berührendste dann, wie er gesagt hat, es kommt ihm so vor, meine Tochter hätte einen plötzlichen Kindstod gehabt mit 19 und es war wirklich so. Und für mich war das so berührend, weil es für mich so großen Trost gespendet hat, dass es wirklich, dass sie eingeschlafen ist wie ein kleines Kind und ja, nicht leiden musste. Und er hat auch so viele Dinge erzählt, wie sie wirklich war. Und also er kann das nicht irgendwo rausgelesen haben, sondern er ist einfach großartig. Ich durfte als Schülerin von Pascal einen Kontakt geben. Das kam ein bisschen überraschend und hat aber super Spaß gemacht. Es hat auch alles gut geklappt. Er hat mir aber mega geholfen und ich war völlig aufgeregt. Aber ja, war toll, war ein tolles Gefühl, da auf der Bühne zu stehen und vor allen Dingen Kontakt zu geben und hat mir super Spaß gemacht. Also ich hatte keine Minute Langeweile und das war die optimale Mischung aus Urlaub und Seminar und die Gruppe war toll, also es hat alles gepasst. Das Wetter war super, alles prima. Also ich hatte die Großmutter da von einem aus der Gruppe und ich konnte das auch direkt platzieren und die Informationen kamen klar rüber und das hat einfach alles gut gepasst. Muss man nicht so Angst davon haben. Ich habe noch nie einen bösen Geist jetzt so gesehen, der jetzt irgendwie so, was man so kennt, klassisch. Ja? Also die hauptnegativen Energien bei uns ist die Nahrung, sind die schlechten Gedanken. Das ist das, was uns vergiftet, nicht ihre Aura. Und die Aura ist auch nicht nur 1,5 Meter oder so, wie es manchmal gezeichnet wird. Also wenn du wer wohnt im Mehrfamilienhaus? Ja? Also jeder, der im Mehrfamilienhaus wohnt, schläft eigentlich quasi jede Nacht mit seinem Nachbarn. Nee, die Seminarreise war richtig toll. Das war genau das, was wir erwartet haben, kam und direkt immer wieder.